Soll ich die Drehleiter wieder nehmen? Ja, ne? Ja. Checke, ciao. Ah, oh, ich Idiot, ey. What the fuck? Bist voll hinter mir gespawnt. Mit der Karre. Ich wollte gerade einpacken. Wir haben Containerbrand. Ich nehme den mal nicht an. Oh, jetzt. Also, wieso spawnst du mit deiner Karre die ganze Zeit hinter mir? Junge. Muss ich ja hinten mal hinstellen beim Rückwärtsfahren, ne? Eigentlich. So. Wir hoffen, dass wir mal einen schönen Gebäudebrand haben gleich mit eingeschlossenen Personen. Warte mal. Ich mach mal Tor auf. Und dann mach mal bitte Licht und Blitzerei an. Dann mache ich mal einen Screenshot. Gebäudebrand, drück mal Y. Aber noch nicht losfahren. Sieht das schick aus, Alter. Haben wir den beide angenommen? Ja, ne? Dann aufi, bevor der wieder aus ist. Ah, der ist ja gleich um die Ecke. Da vorne rechts an der Ecke brennt ein Fenster. Wir können jetzt ja erstmal gemütlich Wasserversorgung aufbauen und kannst mal sehen, wie schön sich der Brand ausbreitet. Ich stelle mich mal hier an der Ecke. Das ist nämlich eine Scheibenwischertechnik. Du fährst die Drehleiter genau an die Ecke ran mit dem Drehpunkt und kannst dann beide Seiten abarbeiten von dem Haus. You know? Viele Oh, Idioten okay. hier. Die spielen ja hier immer nur Feuerwehr und haben ja keine Ahnung. Nee, Kann ich den jetzt. Schlauch eigentlich auch ablegen? Nee, ne? Doch, du drückst mal die 1 einfach. Kann man jetzt auch. Gut, der liegt. Geil, ne? Kannst du bereit machen. Kannst Wasserversorgung aufbauen. Und dann baust du von einmal vom Hydranten zu deinem Auto und dann vom. Oder erstmal von deinem Auto zu meinem Auto. Eine Wasserversorgung aufbauen, während ich hier gemütlich die Drehleiter aufstelle. Ich habe an der Seite linke Seite meinen Punkt. Genau, und jetzt kannst du vom Hydranten zu deinem Auto. Ziemlich nice. Die Alte ist voll trunken hier. Oh, Polizeiaufgabe. Haben wir nicht. Hab ich. Hier machen wir mal keine Abst Hier machen wir Minimalabstützung auf der anderen Seite. Da haben wir heute keine Belastung. Alter, das geht aber gut über das Feuer, wa? Ne? Ziemlich geile Nummer. So, ich leg mir Atemschutz an. Und dann geht das ab auf die Leiter. Ja, das frisst sich richtig rum. Ich kümmere mich immer um die linke Seite. Brauche hier irgendwie Verstärkung. Ich komme nicht hoch genug mit meinem Schlauch. Nee. Nur bis ins erste EG. Ja, muss mal zweites OG, untere Kante. Muss ein Stück zurück vielleicht. Und die untere Kante vom. Dann kommst du da vielleicht auch noch so ein bisschen ran. Ansonsten denk dran, hast ja Dachwerfer, ne? Erdgeschoss ist schon mal aus. Ja, und ne, um die Ecke Erdgeschoss brennt.
Aber oben fackelt das hier jetzt richtig, ne? Alter. Ach du Scheiße. Ich sag dir das. Okay, Brandbekämpfung mit der Drehleiter läuft. Leg Schlauch nieder und nimm den Dachwerfer. Wenn das geht, vielleicht musst du den Schlauch auch erstmal abbauen oder so. Nö, nee, geht. Entspann. Den Chips. Schon, so, leider. Ich glaube, ich bin zu nah dran. Ja, kommen wir hier vorbei. Ja. Kannst du dich um den Brand direkt vor der Leiter kümmern? Da komme ich schlecht ran. Ich kann die anderen hier gut bearbeiten. Warum, da komme ich nicht hin? Vielleicht mit dem C-Rohr. Hatte ich ja versucht. Ich mach's nochmal, ich versuch's nochmal. Dann müssen wir hier schaffen. Na, er kommt da gerade so ran. Ja, und jetzt das andere direkt an der Ecke. Ach doch, ah, ja, hast du. Ja, schön. Brenner sonst noch irgendwo? Nee, wir haben es geschafft. Sehr gut. Nice. Dann zum Abmarsch fertig, ne? Bin schon dabei. Schönes Ding. Ach, der passt auch wieder aus. Oh ja, den können wir nicht annehmen. Ne, wir sind noch nicht fertig. Ne. Nicht wieder einsatzbereit. Also den bei mir als erstes am Auto abbauen, oder was? Ja, genau. Bau du deine immer. Das ist immer ganz gut, wenn du denn deine Schläuche abbaust. Das passt, glaube ich, am besten. Fertig. Ja, ich brauche noch ein paar Minuten hier mit der Drehleiter. Wenn du die Stützen wieder einfahren willst, musst du quasi nur auf die Stütze klicken und dann, also hinten, und dann auf den Reset-Knopf, dann fahren die komplett ein. Fahrzeugkollision. Sind wir Rüstwagen oder was? Ja, was sie jetzt noch machen müssen, ist der Drehleiter den Rüstsatz wegnehmen, weißt du? Dass man das mit dem Rüstwagen abarbeiten muss. So eine Fahrzeugkollision. Ich meine, da kommt in Amerika jetzt auch nicht jedes Mal eine Drehleiter mit, oder? Ich weiß es nicht. Bei uns schon, glaube ich. Ja, bei uns. Ja, unsere Drehleiter fährt auch immer mit raus. Verkehrsunfall. Vor allen Dingen nachts zum Ausleuchten. Ne? Und du hast auch immer einen kleinen Kran dabei, ne? Das muss man auch mal sagen. Containerbrand. Komm wieder weg. So. Bin auch fertig. Machen wir wieder zur Wache? Na ja, sicher. Kannst du auch von hinten an die Wache fahren, ne? Oh. Also hier, ja, also wir hätten quasi hinter uns fahren müssen. Kannst du von hinten reinfahren. Also, was sind die denn die richtig, Alter? Gebäudebrand, wollen wir den machen? Jo. Dann los. Ach.
Ja, hier ist das Krankenhaus, ne? Rechts, hinten. Da fährst du dann quasi Verletzte hin. Mit dem Rettungsdienst kannst du jetzt entweder beim Krankenhaus starten oder bei der Feuerwache. Geht auch. Ah. Ziemlich fett. Kannst du auch verschiedene Skins im Rettungswagen, also im weißen oder im roten. Folgt mir mal. Nicht annehmen. Und entweder kann man jetzt so spielen, dass man hier hinten die Rettungswagen oder so reinpackt, ne? Dass die von hier hinten rausfahren. So, warte, ich mach mal eben die Tore auf. Oder fährst von hinten einfach in die Wache, ne? Sehr praktisch. Und da vorne, links ist die Auffahrt, ne? Stehen wir wieder. Ja, haben die ganz schön geil dran gearbeitet an der Knitsche hier. Zwar immer noch buggy as fuck, ne, aber. Ja, ich meine, aber mal ganz ehrlich, welches. Wollen wir den machen? So. Welches Spiel kann das sonst? Weißt du, was ich meine? Okay, Emerge NYC kann das, glaube ich, ne? Multiplayer. Laternenfall gefahren. Ey. Oder willst du löschen? Lege ich den Schlauch hin. Nur mach ruhig. Ich mache hier ein bisschen Licht, warte mal. Kann auch ausleuchten, warte. Da stelle ich hier mal so einen kleinen Scheinwerfer hin. Siehst du auch was? Ja, die Scheinwerfer hast du bei Rettung mit drin. Containerbrand. Ja, nehmen wir. Nun müssen wir. Ja, voll gemisch. Oder fahr vor, ja. Ich muss den noch annehmen. Ja, warte, ich muss den mal eben annehmen. Da ist er dabei. Hier rechts hoch. Brennt noch was, aber egal.
Langsam! Nee, nicht da lang. Nee, nee, da fährst du Tunnel. Wir müssen quasi einmal hier. Wo ist denn die Scheiße hier? Ach, Alter, da oben. Wie kommen wir denn da hin? Ja, von da kommst du auch nicht hin. Wir müssen anders ran. Da, ich hab doch einen Dachwerfer. Ja, ja. Ich versuch normal anzufahren. Versuch du mit dem Dachwerfer. Wichtig ist beim Brand, beim Feuerwehrauto auch immer die Tür aufzulassen. Wichtig ist auch, ordentliches Feuer braucht seine Zeit. Ja. Ja, ja. Ja, finde ich cool. Hier gibt's immer so schön schwer zugängliche Stellen. Das Geilste ist im Multiplayer, ist wie in echt, ne? Die Leute mit den Bullen. Die Feuerwehrleute stellen ihre Fahrzeuge richtig auf, ne? Die Bullen mitten rein, alles dicht parken an Einsatzstelle, weißt du? Vorne ja. Schön gaffen. Wie in echt, Alter. Und dann mit der M4, ne? Nach vorne, mit der Colt M4. Sturmgewehr, gib ihm, weißt du? Muss ich hier rumstehen beim Brand, mitten. Alter, Leute, ne? Okay, ich bin am Feuer, ich lösch. Hab's gleich aus. So. Feuer aus. Schrei hier mal nicht rum. Ja, das Schöne ist, du kannst halt auch hinten im in der Kabine sitzen, ne? Nicht nur vorne bei dem anderen. Ja, was man halt auch immer cool machen kann, ist, ich pack die Drehleiter an die Wache und steig bei dir ein und kann die ja einfach bei Bedarf zu mir her spawnen, weißt du? So, wenn wir einen Gebäudebrand haben. So geht auch cool, ne? Ja, ja, mir ist das egal. Nö, nö, ich sag, das ist halt, ne, geht halt. Man kann immer zusammenfahren und wenn man dann halt, oh, ich brauche eine Drehleiter, gut, dann spawnt man sich die eben zur Einsatzstelle. Oder man spawnt zurück zur Wache und fährt an, ne, holt sich die eben. Geht auch. Also ist ziemlich gut gemacht. Bei der Polizei gibt's jetzt eine Door-Ram. Können auch nochmal Polizei auschecken, wenn du willst. Rettungsdienst ist auch um einiges verbessert. Ja, dann können wir mal wechseln. Brauchen wir uns auch nicht großartig einparken hier. Nani, nani, nanu. Dann muss alles seine Redigkeit haben. Ja, Feierabend, soll das die nächste Schicht machen. Ich wechsel mal zur Polizei. Kannst du in der Wache, ne? Wie macht man das? In der Wache und dann nicht auf das Fahrzeugsymbol, sondern auf dieses andere Symbol mit den drei. Jetzt kommt Gebäudebrand rein, ey. Ja. Ja, also, ich bin schon. Ich gehe bei uns in die Wache rein. Genau, und da hast du einmal das Symbol für Fahrzeug auswählen und einmal das andere. Dann gehst du auf Polizei. Und wechseln. Und ich nehme immer den Typen mit weißem Hemd und Polizeimütze. Der hat irgendwie ganz guten Style. Ja, Polizeiautos habe ich auch ein paar richtig schicke gemacht. Können wir jetzt Zweitstreife fahren, oder? Ja. Ja, okay, dann packt ihr doch auch den weißen Typen mit normaler Polizeimütze. Der sieht ganz gut aus. Oder die Mütze, genau, geht er auch. Ja, dann steigt gleich ein hier. So, was haben wir da? Möglicherweise betrunkene Person. Oder was war das? Ich guck mal eben nach. Muss auch mit Shift. Da kannst du auch andere Sachen, ne? Vorausfahren, das Fahrzeug scannen. Das kannst du dann quasi auch vom Beifahrersitz aus machen. Dann nimm mal den aktiven Einsatz an. Die Karre Scheck, ne? Ich finde, die habe ich richtig gut gemacht. Wird ein bisschen sticker noch. Ja, leider gibt's in Weiß keine. Wo ist denn der? Ah, okay.
Was? Nee, der ist noch nicht weg. Ist er jetzt doch weg? Pfui, Alter. Okay, machen wir ein bisschen OKF. Aggressiver Fahrer, annehmen. Wo ist er? Da, Ronner. Mit I kannst du diese Anzeige da oben jetzt wegmachen, wenn die zu groß ist. Im Kofferraum haben wir unter Verkehr. Ist das er? Nee. Auf der Karte ist er. Der blaue Punkt, der grüne Punkt, der immer ab und zu mal auftaucht auf der Karte. Er war beim Krankenhaus. Ja. Und da hinten ist er jetzt. Was? Wie schnell fährt er? Da ist er. Wir haben mehrere? What the fuck? Hier rechts, ne? Ja. Links. Ja. Hey, Ronny's on. Das ist er, oder? Oh, Alter, Junge! Ist er das? Ja, das ist er. Ich krieg nicht mal ein Bildschirm wieder groß. Was hast du denn gemacht? Der ist weg. Der ist so klein. Der Kleine? Mhm. Mausrad drehen. Ah, so. Steig aus, du Wichser. Fick dich. Okay. Im Kofferraum hat man jetzt auch Sturmgewehr und Schrotflinte. Und unter Verkehr hat man... Warte mal, Gunny, was hast du? Nagelbänder. Weiß ich nicht. Nagelband hinter der Karre aufgebaut. Du kannst auch nochmal ein Nagelband aus der... Du musst dir vorstellen, wenn du an mein Fahrzeug gehst, dann nimmst du aber eigentlich... Ah, ja, alles klar. Warte, ich taser den. Der ist besoffen. Hab ihn. Wenn du an mein Fahrzeug gehst und Sachen rausnimmst, dann nimmst du eigentlich die Sachen aus deinem Fahrzeug. Also ziemlich cool. Du kannst mir nichts klauen. Ich mach mal einen... Ich durchsuch den. Ja, Mann, schöne Schach halten, die Sau. Hat nur ein Perso dabei. Ich mache einen Alkotest. 0,135. Im Auto, Junge, hier mitkommen, Digga. Abhauen vor der Polizei und so geht ja gar nicht, ne? Schön da rein. So, da musst du natürlich deine Nagelbänder wieder aufsammeln, ne? Und dann geh mal an die Karre ran, da kannst du jetzt einen Abschlepper anfordern. Hast gemacht? Ja. Mhm. Und dann, ja, wenn die Karre gleich abtransportiert ist, wir warten hier nochmal eben. Würde ich sagen, ich halte nochmal eben den Verkehr hier an. Oder ich sag dem Verkehr, man kann nämlich auch, wenn du mal hinten guckst, jetzt schalte ich den so. Und dann sollte der Verkehr eigentlich abbiegen. Und an uns vorbeifahren, weißt du? Mhm. Wie heißt der Typ? Welcher? Den wir festgenommen haben. Habe ich nicht mir gemerkt. So, guck mal, der packt das jetzt schön in die Tasche. Zack. Ja, kannst du gleich automatisch. Wählt er gleich automatisch aus, wenn du ihn in die Wache bringst. Du kannst das einfach einfügen. Ach so, ah, du kannst ihn checken. Ja, alles klar. Ich guck mal eben. Verdächtigenfügsamkeit, okay. Datenbank durchsuchen, vervollständiger Name. Ja, krass, du musst den da echt einfügen, ne? What the fuck? Ja, muss man dann tatsächlich nochmal. Laufen überall Besoffene durch die Gegend, ey. So, weg da! Oh, ich bin schon wieder ausgestiegen. Darfst nicht F drücken. F und Maustaste ist, glaube ich, aussteigen. Kann man sich aber wieder umstellen.
voll die Heizpolizei. Das ist hier unsere Stadt. Wir dürfen alles, ihr gar nichts. Komm mal raus da, du Sack, Alter. Greifen musst du, ne? Aktion greifen. Und dann einfach ganz rechts da zu dieser Sprechblase und dann musst du einfach nur klicken, dann fügt er den Namen da ein. Das ist Ernest Cooper. Ja, wunderbar. Polizeieinsatz. So, wollen wir eine andere Karre nehmen? Ich hab noch andere. Was haben wir denn noch? Wir hatten einen schönen Bus. Ja, komm, wir nehmen den Bus. Oh, wir haben verdächtiges Verhalten. Oh, die Lampe oben ist ja voll kacke. Ja, ich finde die voll geil. Guck dir mal den Zeitrunner an der Seite. Der ist cool, aber da oben ist, das passt ja nicht. Voll oldschool gegen neumodisches Schatz. Ja, er wurde einfach aufgerüstet mit LED-Blinkern, ne? Mehr nicht. Da vorne ist noch irgendein anderer Verdächtiger. Habe ich auf der Karte gerade blinken sehen. Den nehmen wir noch mal eben mit. Wir haben ja genug Platz in der Kiste. An der Kreuzung da vorne. Der da in dem Sportwagen. Nee, oh Scheiße. Falsch abgebogen. Boah, hier ist ein Überfall. Ja, links. Ja, links. Auf Cut drücken, bewaffneter Raubüberfall. Zack. Hab ich schon angenommen. Super. Weg hier! Da vorne. Er schießt! Oh Gott! Du musst an der Seite ran. Auf Q hast du sonst auch noch eine normale Pistole. Genau. Nochmal einen mitgegeben. So, einer ist weggerannt. Der hat aber keine Waffe gehabt. Durchsuchen. Eine Waffe. Okay, ich hole einen Rettungswagen für den Sack. Und dann holen wir uns die andere Sau. Steige ein. Erstmal stumpf hinten in den Knast eingestiegen da hin. Verwahrungszelle. So, wo ist er hin? Hier, der ist das. Sehr gut. So. Haben wir auch erwischt, die Sau. Hat auch eine Waffe gehabt. Siehst du, alles richtig gemacht. Ja. Rettungswagen kommt für den. Wollen wir den aggressiven Fahrer machen oder wollen wir erstmal? Ich habe jetzt gerade nichts aktiv, glaube ich. Kommt noch ein Rettungswagen. Wir können ihn auch, kannst ihn ja mal checken. Nur mal ein Schild vor dir, den Wagen. Mhm. Ich fahre mal ein bisschen näher ran. So. Du hast dann ungültig. Ja. Jetzt kann ich Steuerung drücken und ihm sagen, er soll rechts ranfahren, ne? Gut. Dann gehe ich jetzt ans Fenster. Ist da hinten ausgestiegen, geil. Ich sehe mich nicht. Steigen Sie bitte aus. So. Aktion.
Weg ist er. Befehle, ja. Manuel Tran. Ja, weg. Sehr komisch. Scheint wohl irgendwie buggy zu sein. Abschlepper kommen. Kann ich ihn auch tasern? Man ja nicht auch umschießen, andere Leute. Ja, du kannst Zivilisten einfach wegschießen, ja. Die Autos machen halt keinen. Da kannst du den nicht rausschießen, ne? Leider. Aber man soll wohl jetzt irgendwie bald auch mal die Reifen zerschießen können. Das sollte auch gehen. Vermisste Person, nee. Ja, ich müsste mich aber auch, solange ich wäre hier so langsam ready, quasi, ich müsste nee, ist in Ordnung. Ich mich so gehe langsam sowieso raus, noch vorbereiten. mal eine rauchen und so. Abgeraucht. Alter Junge, ey. Hey.